Ich muss nur die Kamera mal anmachen hier. Und ich muss gar nichts mehr machen. Mein Job ist erledigt für heute. Coco, du bist die ganze Unterhaltung. Okay, Freunde, ich glaube, es ist Zeit zu arbeiten. 1:28 Uhr und es ist jetzt kein pre-recorded Liga-Session, die ich gerade geschnitten habe. Nee, wir nehmen jetzt auf. Wir zocken jetzt. Samstagabend. Also Samstagnacht. Hinten sieht man schön die Müllbeutel. Ich habe gerade richtig geilen Pizzateig. Oh, soll ich ihn kurz euch zeigen? Eigentlich soll er ruhen, aber ich habe gerade richtig geilen Pizzateig gemacht. Ich muss ganz kurz, nur kurz das Sneak Peek. Okay, seid ihr bereit? Ich wechsle dafür sogar die Kamera jetzt hier. Warte mal. Achte, achte, achte. Direkt so viel besser die Quali, ne, als diese Gammelcam hier. Natürlich nicht zu verwechseln mit dieser wunderschönen Cam. Ja, was wollte ich sagen? Eigentlich soll der Teig ruhen, aber nur für euch zeige ich es ganz kurz. Nur ganz kurz. Seht ihr, wie wunderbar? Der ist erst seit einer Stunde drin und bleibt noch knackige 20 Stunden. Okay, genug Coco-Content für heute, oder? Oder, Coco? Machst du noch einen Sprung für uns? Komm, mach jetzt einen Backflip. Ich hab dir das doch letztens gezeigt, wie es geht. Gibt's eigentlich irgendeine Waffe, die wir mal wieder auf Gold spielen müssen? Brühen, MK9, da müssen wir jetzt durch. Wir müssen ja weiter leveln, hilft ja nichts. Ich entlasse euch dieses Jahr nicht ohne die Interstellar-Tarnung ins nächste Call of Duty. Das werden wir nicht machen. Das kriege ich nicht übers Herz. Deshalb müssen wir jetzt die Gammelbrühen spielen. Call of Duty Modern Warfare 3 ist jetzt schon eine Weile draußen und wie es typisch ist für Call of Duties, geht der Hype schnell weg. Und auch die Spieler dementsprechend. Jetzt habe ich neue Statistiken gesehen, dass Call of Duty wieder 15.000 durchschnittliche tägliche Spieler verloren hat in den letzten 30 Tagen. Man darf bei den Statistiken aber nicht vergessen, das sind Live-Statistiken, also sind jetzt nicht innerhalb von 24 Stunden 90.000 Leute online gegangen, sondern innerhalb von 24 Stunden war der höchste Durchschnitt 90.000 plus. Also gleichzeitige Online-Spieler war das höchste 90.000. Klar, wenn wir das vergleichen mit BO2, da waren teilweise auch mal 1,5 Millionen gleichzeitig auf einer Plattform online. Das sind jetzt übrigens auch nur die Steam-Statistiken, aber Season 1 ist jetzt auch schon eine Weile her. Oh Mann, diese ganzen Sniper hier, das fuckt mich ja so ab. Und diese Waffe macht mich so sauer. Und das ist ganz normal, dass die Spielerzahlen fallen. Gib mir mal hier die Sniper. Ich will mal auch hier so wie so ein Pro-Gamer snipen. Coco liegt hier einfach und hat so das Auge geöffnet und mal so hochgeguckt. Mann, Alter, ich will auch snipen. Wieso spiele ich diese Dreckswaffe? Oh, oh, ich würde so gerne snipen gerade. Komm, gib mir deine Sniper. Jetzt mach ich ihn. Bam. 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 Oh. Ja, lange Rede, was probiere ich überhaupt gerade für eine Storyline aufzubauen? Season 2 steht vor der Tür und Season 2 sieht richtig gut aus. Im Multiplayer erwartet uns eine neue Map Stash House 6 vs. 6. Was soll der Hund? Ist es ein neues Streak vielleicht? Fiesta 6 vs. 6 und Departures 6 vs. 6. 3 6 vs. 6 Maps. Ich bin mir sicher, dass einer davon in der Season dann kommt. Ein neuer War-Modus, wie ich das jetzt hier gesehen habe. Auf jeden Fall einige krasse Sachen. Hardpoint, das kennen wir aus W2. Fand ich jetzt nicht so geil, aber ist okay. Zwei neue Operator. Ich bin überfordert. Overlord, was soll das sein? Ich sehe es übrigens zum ersten Mal gerade und kommentiere das hier. Wow, geile Effekte. Season 2. Season 1 hat ja absolut reingechoked. Die Waffen waren okay, die Maps waren nicht schlecht. Aber irgendwie war alles kaputt direkt am Release-Tag. Warzone hat nicht funktioniert. Der Ranked-Modus, der eigentlich 1:1 nur kopiert ist aus MW2, hat nicht funktioniert. Der kam dann aber verspätet, weil es Fehler gab. Oh, und jetzt gab es schon vor ein paar Tagen Tweets von Call of Duty Creatorn, Pro-Spielern, die eine Sache angeteased haben soll. Und zwar eine Sache, die Call of Duty Twitter brechen sollte. Also brechen in dem Sinne, alle werden durchdrehen, weil diese Information so unfassbar krass ist. Und die Information, die kam. Und die Information ist geil. Aber sie ist auf jeden Fall nicht so krass, wie es alle angeteased haben. Denn mit der Season 2 gibt es nicht den Ranked-Modus im normalen Warzone, wie es jetzt auch schon letztes Jahr war, sondern der Ranked-Modus kommt zum allerersten Mal zu Rebirth. Und in Rebirth kommt die wunderbare Map
Fortune's Keep zurück. Oh, Estate, Jungs, bitte nicht. Das kann nicht euer Ernst sein jetzt. Wie konnte diese Map gewinnen? Es ist mein Rätsel. Na komm, da müssen wir jetzt mal durch. Auch mal ein bisschen Varietät. Ich mach jetzt auch mal einen Double XP-Token. Den sinnlosesten. Nee, den mach ich nicht an, oder? Mach ich ihn an? Komm, mach ich an. Oh, so sinnlos, so verschwendet. Fortune's Keep kommt zurück. Das wussten wir ja schon. Wir wissen ja auch, dass Rebirth, die OG Rebirth Island Map, zurückkommt. Bruder, das kann ich nicht abwarten. Wirklich, das war für mich Peak Warzone. Das hat so Spaß gemacht damals. Aber auch die neue Map, beziehungsweise nicht neue Map, Fortune's Keep, wird sehr geil. Aber vor allem auf Ranked habe ich, ja, wahrscheinlich. Auf Ranked freue ich mich aber mindestens genau. Ah, es ist ja wirklich, also es ist ja wirklich, es ist ja wirklich, es ist ja wirklich. Ihr wisst ja, ich liebe den Rangliste. Oh, Assist! Multiplayer-Modus. Da haben wir ja die Serie. Es ist wirklich so schlimm. Wie kann man Estate freiwillig spielen? Ich glaube, wir sind schon bei 8 Liga-Videos seit dem Release. Also daran kann man erkennen, wie viel ich das spiele und wie viel Spaß mir das macht. Aber für, Mann, das ist so, es ist wirklich so fucking, so ein fucking Scheiß, den ich hier spiele, Bruder. Wirklich so eine Drecksmap, so eine verfickte Drecksmap, Bruder. Schwöre, was für Clownsnasen haben gesagt, Estate will ich jetzt spielen. Genau die Clownsnasen. Mann, ich vergesse die Sätze, die ich hier sagen will, weil ich einfach hier 100 Jahre laufe, bis ich meinen Kill wiederhole. Guck mal, wie kann er mich von da anvisieren? Oh. Ey, ich raste gleich aus. Oh. Coco juckt's gar nicht. Sie liegt hier ganz gechillt neben mir. Ich schwöre, nein, nein, nein. Spiele ich nicht, spiele ich nicht. Kriege ich leider zu schlechte Laune. Fotzen-Map, Bastard-Map. Mach mich doch so aggressiv, Alter. Wie ein Clown renne ich da rum. Naja. Ja. Ja, 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 naja, ich sag, ja. Was haben Sie gesagt? Nehme niemals ein Call of Duty Video nach 1 Uhr nachts auf. Haben Sie gesagt, was habe ich gemacht? Ich nehme ein Video nach 1 Uhr nachts auf. Nein, 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 kann ich mein Teammate retten? Nein, kann ich nicht retten, kann ich mich retten, kann ich mich retten? Ich kann mich retten. Ich habe Warzone 2 vielleicht insgesamt 15 Mal gespielt. Und für Warzone Ranked hatte ich erst recht keine Geduld. Ich suche 15 Minuten für ein Spiel. Dann loote ich 15 Minuten. Dann suche ich 15 Minuten Gegner, weil alle campen. Und dann sterbe ich, weil einer in der Ecke sitzt. Für seine scheiß Punkte. Für den Ranglistenrang. Hatte ich nicht so viel Bock drauf. Bock drauf wie ein Dodge Pickup Truck. Grüß gehen raus an Corleone. Immer wieder sonntags. Komm, Corleone, klärt auf. War damals legendär. Tot. Ja, was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Aber Rebirth Ranked auf der OG Fortune's Keep Map. Bruder, ich hab richtig Bock. Ich hab unfassbar Bock. Die ersten Leaks sahen auch richtig gut aus. Also das System sah vielversprechend aus. Oh, Tarnung freigeschaltet. Schöne, verstaubte Tarnung. Schmeckt. Man zahlt halt quasi einen Eintritt für eine Lobby, dass man die spielen darf. Verliert dadurch quasi Punkte, wenn man dann keine Kills macht und direkt stirbt. Kriegt dann aber für Kills, für Platzierungen Punkte. Ja, moin. Ja, moin. Sie ist dann hittet mich einfach. Kills und Platzierung gibt Punkte, aber Tode wiederum in Rebirth, wo man ja wieder spawnen kann, geben Minus. Das heißt, ich sterbe, krieg direkt 30 Minus, muss dann erstmal wieder 2 Kills machen, nachdem ich respawne, damit ich hier mit Plus, das ist kein echter Gegner, damit ich mit Plus rausgehe. Und dann haben wir die gleichen Ränge wie im Multiplayer. Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Karmesin. Schillernd und Top 250. Top 250, ja, werde ich vielleicht nicht erreichen. Ich gebe mein Bestes. Nee, werde ich nicht erreichen. Stuck. Werde ich nicht erreichen. Aber schillernd. Ich bin ein Loser in Warzone. Das muss man dazu sagen. Rebirth liegt mir schon besser, weil man dafür nicht komplett smart und patience spielen muss. Rebirth kann man auch mal bisschen wie ein Dulli reinrennen. Das liegt mir ja. Was aber bei Rebirth mein großes Problem ist, die Konzentration. Wenn ich einmal sterbe, ich habe keine Konzentration. Ich scheiß drauf. Wenn es jetzt nicht gerade ein Killduell ist gegen Muas, Basti, Felix. Ja, moin, auf einmal komplett Spaß mit der Waffe. Dann habe ich keine Konzentration. Aber wenn ich weiß, ich brauche jetzt den Kill für die Punkte. Wenn ich jetzt sterbe, gibt es Minus. Ich will unbedingt jetzt noch Platin werden in dieser Runde. Dann werde ich hoffentlich klügere Entscheidungen treffen. Macht komplett Spaß gerade mit der Brühen. Und das stelle ich mir unglaublich geil vor, auch im Team zu spielen, zu sagen, Bro, du musst jetzt überleben, wenn wir jetzt sterben, dann sind wir als Team komplett raus, dann gibt es dicke, dicke Minuspunkte.
so ein geiler Vibe. Hoffentlich, ich hoffe es. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und wenn das Spaß macht und ich dann in die Sucht komme, dann gibt es auf jeden Fall da auch das ein oder andere Video zu. Multiplayer Rank wird natürlich auch weiterlaufen. Ganz klare Sache, da sind wir auch noch nicht am Ziel angekommen. Da könnt ihr euch drauf freuen oder... Ja, müsst ihr euch nicht sorgen, dass ich das vielleicht dann nicht mehr bringe. Ich denke, das Geile wird dann vor allem die Ablenkung sein. Moin, moin. Ja, gib mir die EP, gib mir die. Juhu. Und das wird geil. Ich glaube, das wird geil. Natürlich kommt mit der Season 2 auch der ganze andere Spaß. Neue Waffen, neue Maps, neue Modi. All das, was wir jede Season bekommen, freue ich mich drauf. Es wird einen Kettensägenaufsatz geben für eine Waffe. Also, dass du dann quasi als unterlaufenden Kettensäge hast. Ich bin gespannt, wie die Animation sein wird. Ich hoffe, das wird richtig blutig, richtig brutal. Da könnte ich mir ein sehr lustiges Video vorstellen. Stell mal vor, ich suche mir 5 Zuschauer oder ich nehme Basti Moas, die ganzen Konsorten. Und wir spielen alle mit Kettensägenaufsatz und sind das Massaker-Team. Vielleicht finden wir noch einen cooleren Namen, aber... Das wird bestimmt lustig und ich freue mich wirklich auf die Season 2. Zu Multiplayer Rank kommen dann auch neue Tarnungen. Blende ich euch jetzt an der Stelle mal ein. Ich meine, ja, das sind ja coole Tarnungen, wenn ich bedenke, was alles krasses im Shop ist und wie hingewichst diese Tarnungen aussehen. Ich hoffe, das Bild ist einfach nur schlecht, aber ich glaube... Egal, wie schlecht das Bild ist, so wirklich geil werden sie nicht sein. Aber es gibt Tarnungen jetzt auch als Belohnungen für euren Rang im Multiplayer-Rank-Modus. Was sagt ihr? Habt ihr Bock oder spielt ihr gar kein Call of Duty mehr und denkt euch, ja, werde ich jetzt auch nicht dafür nochmal neu installieren oder das Update laden? Würde mich mal interessieren, ob ihr dann noch am Start seid. Ich lese ja immer wieder, John, ich spiele kein Call of Duty mehr, schaue aber deine Videos immer gerne und bin auch gerne so ein bisschen noch auf dem neuesten Stand, was Call of Duty angeht, aber selber mir das antun muss nicht sein. Verstehe ich auch zu 100%. Ich meine, SBMM müssen wir nicht drüber reden, wie viel das kaputt gemacht hat. Oh. Aber Ranked Warzone, Ranked Multiplayer, da ist ja SBMM nicht das Problem. Da soll es ja auch so sein. Das ist auch das Schöne an den Modi, dass man da was Belohnendes hat, wo man mal auch gegen Gute spielt. Und nicht Hass kriegt, weil man nur gegen Gute spielt. Sondern es muss halt sein. Weil so funktioniert der Modus und so funktioniert das Spielprinzip. Und das ist cool. Und die Waffe macht direkt auch ein bisschen mehr Spaß hier. Ja. Wer ist hier hinten? Oh, Double Kill. Ohne Johanna, Triple Kill. Dröhnchen raus. Ich muss gleich mal nachladen. Die kommen jetzt alle da hinten. Waffe geht aber sogar vom Nachladetempo. Finde ich. Der kommt jetzt hier. Nee, kommt er nicht. Traut er sich? Komm. Langer! Mich. Live on cam hat er mich geknallt. Bruder, können wir direkt mal hier wechseln. So sehe ich hier aus, während er mich geknallt hat. Unnötigste Kamerawechsel aller Zeiten. Aber so ist es. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Meins war recht entspannt. Freitag habe ich ein bisschen aufgeräumt, ein paar Dinge erledigt, die erledigt werden müssen, To-Do-Listen abgearbeitet. Ich bin ja gerade wieder voll im Pizza-Game. Ihr habt ja am Anfang den Teig gesehen. Oh, ich habe so Spaß. Ich freue mich so sehr auch auf das nächste Pizza-Video, welches ich euch irgendwann bringe, wenn ich mich dafür bereit fühle, wenn ich denke, der Step, den muss ich euch jetzt zeigen, weil es ist wirklich schon so viel besser geworden. Ich blende euch kein Bild an. Ich will jetzt nicht spoilern. An Teigen habe ich gut rumgeknetet dieses Wochenende. Das ist auch das Einzige, woran ich rumgeknetet habe seit Wochen. Also, ich bin überhaupt nicht im Dating-Game. Ich habe gar kein Interesse, jetzt auf Dates zu gehen, irgendwelche Smalltalks zu führen. Bruder, I don't fucking care, man. Ich hatte vor kurzem einen ganz weirden Chat mit einer, die ich auf einer Dating-Plattform kennengelernt habe. Wir haben ein bisschen geschrieben. Ich wollte mich eigentlich relativ schnell treffen. Sie meint aber, yo, sie hat jetzt Prüfung und hat jetzt nicht die Kapazität, aber lass uns auch ein bisschen so über Chatten und so Memos ein bisschen austauschen einfach. Okay, klar, bin ich dabei. Sie hat mir sehr gut gefallen. Wirklich sehr hübsch, sehr hübsch. Und wir haben gut gevibed. Wir haben uns Memos nach Memos nach Memos ausgetauscht. 5 Minuten, 10 Minuten. Wir haben uns alles Mögliche erzählt. Sehr gute Konversationen gehabt. Interessante Gespräche geführt. Was ich jetzt auch so über WhatsApp länger nicht mehr hatte, weil ich darauf eigentlich keinen Bock habe. Mir macht das keinen Spaß. Aber so Memos ist was anderes. Das war wirklich sehr cool. Und
Wir haben teilweise auch so 2-3 Tage zum Antworten gebraucht, was ich dann auch in einer Memo sehr hervorgehoben habe, dass ich das sehr gut finde, dass es nicht so stressig ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, oh, man muss jetzt sofort antworten und man hat direkt schlechtes Gewissen, wenn man einen Tag nicht antwortet. Aber ich fand es voll gut, dass man sich die Zeit nehmen konnte und dass es aber auch nicht toxisch ist, weil schnell ist ja so ein Chat auch toxisch, wenn man ja dann das Gefühl hat, der andere ghostet einen, der andere hat bessere Dinge zu tun und hat einfach keinen Bock. Sondern für uns war es klar, okay, wir schreiben jetzt, weil es gerade einfach zeitlich nicht passt, aber wir schreiben dem anderen, wenn es passt. Und das habe ich meiner Mimo erzählt und sie hat dann so geschrieben, hey, ich kann jetzt gerade nicht, ich antworte dir später. Es war ein Sonntag. Sie hat dann nicht mehr geantwortet, war in Ordnung. Montag nicht geantwortet, Dienstag nicht geantwortet, Mittwoch nicht geantwortet, Donnerstag nicht geantwortet, Freitag nicht geantwortet, Samstag nicht geantwortet. Also einfach mal eine Woche nicht geantwortet. Auf meine Nachricht, dass ich es gut finde, dass es nicht so toxisch ist, dass wir uns die Zeit nehmen können, antwortet sie eine Woche nicht. Was so in dem Ausmaß, finde ich schon auch weird ist, vor allem wenn man sagt, ich antworte dir später noch heute. Und dann antwortet man eine Woche nicht. Ich gehe aber immer vom Guten des Menschen aus und habe ihr dann geschrieben, hey, ich hoffe, alles gut bei dir. Nach so 5-6 Stunden herzt sie diese Nachricht einfach nur, wo ich dachte, Digga, hä? Digga, was? Sie herzt die Nachricht einfach nur und antwortet dann wieder nicht. 2 Tage später, ich war so abends im Call, hab FIFA gezockt und hatte mein WhatsApp-Web offen und sehe so in den Chatnachrichten, dass sie gerade eine Memo macht. Sie nimmt gerade eine Memo auf. Ich dachte schon so, okay, krass, jetzt antwortet sie wahrscheinlich. Keine Ahnung, was jetzt kommt, ne? Dann, Memo ist abgebrochen. Dann auf einmal steht, sie schreibt. Ich habe mich wie ein Stalker gefühlt, aber was für ein Timing, da ich das genau sehe. Ne? Ich habe jetzt wirklich nicht die ganze Zeit danach geguckt, aber ich sehe es halt im Augenwinkel. Dann sie schreibt. Dann schreiben bricht ab. Oh, keine Nachricht. Ich gehe schlafen, wach morgen auf, keine Nachricht von ihr. Ich denke so, ja moin, Digga, dann lass es gut sein. Also ich meine, ist okay, finde ich schade. Vor allem finde ich einfach schade, weil es einfach sehr, 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 sehr weird ist, einfach so geghostet zu werden. Ich meine, wir haben uns sehr gut verstanden. Und wenn man dann keine Zeit mehr hat, auch keine Lust mehr hat, dann kann man da sowas schreiben wie, hey, du, ich habe voll Spaß gehabt oder so, aber es passt jetzt gerade nicht. Okay, ist doch kein Problem, ist doch kein Problem. Aber so, ich antworte dir später und dann sitze ich da und kriege keine Antwort. Fühlt man sich verarscht. Und dann hat sie mir aber nochmal 2 Tage später darauf, dass sie Memos abgebrochen hat, Chat abgebrochen hat, nicht geschrieben hat, hat sie mir dann geschrieben, hey, du, wie geht's dir? War super viel los letzter Zeit, bla 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 bla, ich musste mich um mich kümmern, das Ganze, was ich gesagt habe. Ich antworte dir morgen, hab eine gute Nacht und dann noch ein Herz. Ihr wisst, Bruder, ich beim Herz direkt, oh yeah, baby, I'm back. Die Nachricht hat sie am Dienstag geschrieben. Am Dienstag schreibst du mich, ich antworte dir morgen. Wir haben Samstag und ich habe noch keine Antwort bekommen. Also ich habe dann jetzt auch nicht noch geschrieben, ja, mir geht's super, ich freue mich auf deine Antwort nach 9 Tagen. Ich habe darauf jetzt nichts geantwortet, aber sie hat mir nicht mehr geantwortet. So unnötig weird, so unnötig einfach. Einfach schreiben, ey, keine Zeit, keine Lust, was auch immer. Oder gar nichts schreiben. Aber quasi Lust zu suggerieren und dann mich aber so hängen zu lassen, auf eine Antwort wartend, das finde ich kacke. Und das gehört sich nicht. So würde ich auch niemals selber schreiben. Und es ist Online-Dating und ich nehme das schon lange nicht mehr richtig, richtig persönlich. Weil da passieren einfach weirde Dinge und vor allem, wenn man noch im Online-Dating-Profil ist und da so ein bisschen hin und her chattet, dass man da mal keine Antwort kriegt, das ist normal, damit muss man rechnen. Aber ich finde, wenn man sich schon so 10 Memos hin und her geschickt hat, richtig inhaltsvolle Memos und dann kommt sowas, dann ist es weird. Das ist einfach weird. Das aber dazu, das wollte ich euch irgendwie erzählt gehabt haben. Ansonsten bin ich da relativ abstinenz. Hab ja viel zu tun mit meinen YouTube-Sachen und auch hier drumherum. Jetzt passe ich auf Coco auf. Wo ist die überhaupt schon hin? Ich glaube, Coco ist ins Schlafzimmer gegangen, hat sich in dieses Körbchen gelegt. Pass auf Coco auf. Hab auch im Hintergrund YouTube eine Dinge, die ich erledigen muss. Das ist aktuell meine Priorität und ich bin auch richtig froh darüber, dass das meine Priorität ist. So komisch, die Comp-Maps in Nicht-Comp-Modi zu spielen. Hier einen TDM drauf zu spielen, ist wirklich das Weirdeste der Welt. Oh, und ich krieg ein Tor. Ach, cool. Ah, ich bin runtergefallen. Diesmal nicht mit Absicht. Ich gebe euch ja auch immer Updates von Routinen oder Dingen, die ich gerade mache, mit dem Joggen. Was ich aktuell tatsächlich wieder ein wenig vernachlässige, worüber ich jetzt nicht froh bin, weil mir das schon echt viel gegeben hat. Aber ich habe eine neue Routine, die ich jetzt schon eine ganze Woche habe und die gibt mir gerade richtig viel. Ich habe ja auch immer erzählt, dass der Morgen für mich wichtig ist und wenn man den Morgen verkackt,
dann wird der ganze Tag irgendwie scheiße. Wenn ich morgens aufwache und direkt mal eine Stunde am Handy bin. Das hatte ich ja jetzt die letzten Sonntage immer, wo ich auch Weekend League gespielt habe. Ich bin aufgewacht, war eine Stunde am Handy. Dann war ich eine Stunde vorm Fernseher, hab so Netflix, YouTube-Sachen angeguckt. Dann habe ich 4 Stunden Weekend League gespielt, hab mich da tierisch aufgeregt. Und dann war mein Tag komplett gelaufen. Ich war ein absolutes mentales Wrack. Und meine neue Morgenroutine ist direkt nach dem Aufstehen 10, 15 Minuten Meditation. Ich habe so eine Guided-Meditation, ich habe so einen Kurs. Da gucke ich mir jeden Tag die Meditation an, sitze dann da in meinem Schneidersitz, achte auf meinen Atem. Das ist auch sehr, sehr komisch für mich und auch sehr beängstigend in Teilen, weil es einfach ein komisches Gefühl ist, so komplett für sich zu sein. Das haben wir verlernt. Ich habe es auf jeden Fall verlernt. Ich glaube aber, durch diese ganze Internet- und Handywelt haben das viele, viele, viele auch verloren. Und deshalb sage ich auch, dass es mir nicht leicht fällt, damit ihr, falls ihr mal meditiert, euch nicht denkt, ich bin der Dumme, dem das schwerfällt oder für den das komisch ist. Nein, du bist nicht der Einzige, mir geht das ähnlich. Also, ne, das wollte ich schon gesagt haben. Nach diesen 15 Minuten Meditieren gehe ich dann noch 15 Minuten auf meine Yogamatte. Ich gebe dann bei YouTube einfach ein Yoga für Anfänger, 15 Minuten, mal gucke ich mir da die Videos an. Und was ich interessant finde, dass es einen ganz anderen Effekt hat als das Meditieren, denn das Meditieren ist für mich in Teilen sogar noch aufwühlend, weil ich so sehr dann in diesen Gedanken bin und das gerade noch lerne, Gedanken quasi ein bisschen kontrollieren zu können oder dann loslassen zu können und ne, die besser sortieren zu können. Aber durch Yoga vergesse ich diese Gedanken dann und bin dann wirklich 100% bei der Sache, in der Übung, wie ich da meinen Stretch mache, weil es halt auch nicht leicht ist und auch anstrengend ist. Und das lenkt mich total ab und wirklich nach der halben Stunde, der Tag ist ein ganz anderer Tag. Natürlich gibt es immer noch Scheißdinge und natürlich gibt es immer noch Downer und dann ist nicht der ganze Tag automatisch gut, aber es ist auf jeden Fall eine Basis, eine Grundlage, die viel besser ist, als direkt eine Stunde am Handy zu sein und TikToks sich anzugucken von Leuten, denen es allen anscheinend besser geht als einem selber, weil natürlich posten Leute auf Social Media nur ihre Gewinne, nur das, was gut läuft, Familie, Beziehungen, Fitness, Urlaube, Beruf, alles ist positiv. Bei allen Leuten klappt's. Alle Leute sind am Gewinnen. Und man wacht auf und guckt sich direkt mal eine Stunde diesen Scheiß an. Kann nur schief gehen. Das wollte ich euch noch mitgegeben haben. An der Stelle machen wir auch schon Schluss. Ich schneide jetzt noch das Video für euch. Am Mittwoch kommt die neue Season. Ich habe sehr viel Bock auf die Woche. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao. Ciao.